Die Satirepartei Die Partei feierte bei der Europawahl einen Überraschungserfolg. 2,4% der Deutschen wählten sie. Aus einem Sitzplatz im Europaparlament seit 2014 für Gründer Martin Sonneborn werden daher zwei. Auch Kabarettist Nico Semsrott wird nun Europapolitik für die Kleinstpartei machen. Im Gegensatz zu Parteichef Sonneborn, der nach eigenen Angaben vorerst fraktionslos bleiben wird, hat sich Semsrott einer Fraktion angeschlossen, und zwar der Grünen. Das erklärten die in Brüssel und Semsrott bei Twitter. Das Kräfteverhältnis sieht er dabei anders. Er habe die grüne Fraktion bei sich aufgenommen. Der haben sich übrigens auch die vier Abgeordneten der Piratenpartei angeschlossen. Auch ein Beitritt der pro-europäischen Partei Volt ist noch möglich.